Ja, Freunde, danke fürs Einschalten zum nächsten Part mit Malaga. Wir haben den nächsten Test und ja, kann man auch einige Kommentare zu der neuen Taktik. Ihr seid eigentlich soweit zufrieden, was ich mitbekommen habe. Wir schauen jetzt einfach mal direkt rein und kam noch ein Kommentar zu den Rollen, den ich eigentlich ganz cool gefunden habe. Und zwar hat der Stefan geschrieben, wie er es machen würde und über das können wir reden. Er hat gemeint, Tavares rechts auf Attack. Und links Wündal auf Support. Er hatte auch erklärt, warum. Wündal ist läuferisch nicht so stark. Sehen wir hier 12, 13 und Ausdauer 13. Tavares ist mit 14 und 15 und auch mehr Ausdauer wirklich läuferisch stärker. Dafür würde er es so machen, dass auf der rechten Seite Rolón oder Rajić Carrilero spielen und Sekhini als Metzala. Stefanovic als offensiver Mittelfeldspieler. Und Kluivert als Schattenstürmer. Mittlerweile habe ich ja schon umgestellt auf wirklich mit zwei Stürmern. Finde ich auch interessant. Achso, Stefanovic oder Kluivert auf der 10. Stefanovic als offensiver Mittelfeldspieler und Kluivert als Schattenstürmer. Und das könnte man zum Beispiel auch machen, wenn man in Rückstand ist, dass man da dann Kluivert auf die 10 bringt, der dann für ordentlich Dampf noch sorgt und vorne Pellegrini als Stoßstürmer und Marquez als kompletter Stürmer. Ist natürlich auch sinnvoll, weil Marquez dann natürlich auch mehr Anbindung zum Spiel hat und auch Lücken reißen könnte, in die dann andere rein könnten. Wir probieren das mit Tavares auch auf Attack. Und eigentlich ist die Flügelverteidigerrolle ja dafür perfekt, wenn du sonst keine weiteren Flügelspieler hast. Deswegen werden wir die jetzt einfach mal für einen Moment belassen. Und dann kam noch ein guter Hinweis von euch. Und zwar der Hinweis, dass der Linksverteidiger, den ich gerade geholt habe, eine Ausstiegsklausel hat, die niedriger ist als die Kaufgebühr. Das heißt, eigentlich hätten wir da durchaus besser verhandeln können, muss ich sagen. Aber ist okay. Das heißt, wir werden eventuell, jetzt müssen wir schauen, wir haben ihn eigentlich so lange geliehen, bis sein Vertrag ausläuft. Ja, wir können überlegen, ob wir ihn vorher holen. Oder ob wir sagen, keine Ahnung, wir lassen es einfach. Das müssen wir uns dann überlegen. Auf jeden Fall nehmen wir ihn mit, schieben dafür Lykogiannis runter, der uns ja verlassen wird. Malo Gusto, der ihm auch im Zentrum spielen könnte, den werden wir jetzt ein bisschen umschulen auf den Flügelverteidiger rechts. Bin gespannt, was ihr zu ihm sagt. Der ist halt nicht ganz so laufstark, das heißt, da müssten wir eher auf Support stellen. Und er ist auch technisch, also vor allem was die Flanken angeht, nicht so gut. Dafür hat er sehr, sehr gute mentale Fähigkeiten. Ist jetzt mal, glaube ich, niemand, der schlecht ist. Ob der stark genug ist, Backup zu sein, das müssen wir dann halt rausfinden. Aber den nehme ich jetzt auch mal mit. Morato ist nicht verfügbar, weil er nicht im Trainingslager ist, sondern noch bei der U-Nationalmannschaft. Das heißt, da haben wir im Moment mal niemanden. Naja, Travis könnte theoretisch auch noch hinten spielen. Ich weiß nicht, was ihr von Travis haltet, ob der generell auch stark genug wäre, im Zentrum zu spielen und da irgendeine Position zu übernehmen. Aber grundsätzlich finde ich den Kader so eigentlich schon ganz cool. Wenn Rolón dann zurückkehrt, ist die Frage, wen wir hier noch spielen lassen. Oder wir suchen hier noch einen richtig geilen zentralen Mittelfeldspieler. Auch das würde mich sehr reizen, muss ich sagen. Dann müsste natürlich einer gehen und das wäre wahrscheinlich am ehesten Rolón, weil der schon 28 ist. Noch einen ganz guten Marktwert hat und da ist auch wer dran. Und der hat ja auch schon Zweifel zu gehen. Und ich finde ihn jetzt gar nicht so gigantisch. Also das könnten wir uns durchaus überlegen. Aber 11 Millionen ist natürlich nicht viel. Wie viel kriegen wir jetzt noch rein? Das haben wir alles abgelehnt. Lykogiannis kriegen wir noch 2 Millionen sowas rein. Da kriegen wir natürlich nichts rein. Okay. Schauen wir mal, konzentrieren wir uns mal aufs Spiel gegen Ritzing. Das wird normalerweise eine relativ leichte Partie. Ich lasse es mal mit dem Kader. Ich muss nur schauen, wie es mit der Spielpraxis aussieht. Also Diego González hat keine gute Spielpraxis, deswegen wird er statt Lukas Mai einfach spielen. Seho hat auch keine gute, da ist Wündal schon etwas besser unterwegs. Das heißt, da lasse ich Seho beginnen. Und dann werde ich im Moment noch Sergio Gomez auf der 10 spielen lassen, weil er eigentlich ja unser stärkster Spieler auf der Position ist. Und wenn kein Angebot kommt, dann wird er da wohl auch bleiben. Dann wären wir ein bisschen überbesetzt auf der 10 wahrscheinlich. So.
Sagen wir mal das hier. Dann machen wir uns bereit. Ritzing ist, ich weiß gar nicht, wo die spielen in Österreich. Ich schätze mal Regionalliga, also dritte Liga. Darf natürlich kein Problem sein für uns. Bezüglich der taktischen Anweisungen allgemein bekam ich noch ein paar Tipps. Das habe ich jetzt eigentlich komplett vergessen. Ich mache die mal nebenbei auf meinem Handy schnell an. Und suche sie raus. So, Sehovic. Und da gibt es den Elfmeter. Marquez wurde gestoßen. Und der ist drin. Sehr schön. Berlino Stefano hat noch geschrieben, Spiel noch eine Stufe enger, Anspielstationen innen suchen, Pass so lassen, Tempo höher, Flügelverteidiger auf Attack bzw. komplette Flügelverteidiger, Zehner eher als Schattenstürmer, eventuell zwei Metzaler. Breitverteidigen würde dem System widersprechen, also würde er Standard oder eng verteidigen, dann werden wir Standard nehmen und mal probieren. Aber freut mich auf jeden Fall, wenn einige von euch eine 4-4-2 Erfahrung haben und mir die dann auf jeden Fall weitergeben können. Wir lassen es jetzt in dem Spiel, glaube ich, einfach noch so und stellen das dann gleich im Anschluss um. Also danke an dich für den Kommentar. Generell froh, wenn ich da Tipps kriege und wir gemeinsam die Taktik entwickeln können. Vor allem bin dann nicht ich alleine schuld, wenn es daneben geht. Ach ja. Na, wird schon hinhauen. Also wichtig ist jetzt, dass alle fit bleiben in der Vorbereitung, dass wir die Mannschaft jetzt vielleicht dann noch auf ein, zwei Positionen verstärken. Wie gesagt, zentrales Mittelfeld wäre durchaus noch was. Wenn wir wirklich mit einem Zweiersturm spielen, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir noch einen Stürmer holen. Einer, der uns wirklich weiterhelfen könnte. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ganz kurz schauen, weil ich glaube, das Mikrofon ist irgendwie zu leise. Mache ich jetzt gerade nebenbei. So. Gut, jetzt muss ich nicht komplett daneben kleben, damit das klappt. Ich bin gespannt, was jetzt noch so für Angebote reinkommen, weil es sind unglaublich viele Vereine und Spielern von uns dran, aber jetzt keine wirklich großen Clubs, dass man sagen könnte, die Spieler können wir unmöglich halten. Also schauen wir mal, Sehovic da mit dem ersten guten Versuch. 15:0 Chancen. So, Sehovic. Busquets mit der Superflanke und Marquez macht den nicht. Eieiei. So, Tavares rechts außen. Pellegrini lässt ihn wieder ungenützt. Eigentlich erstaunlich schwach, wenn man so überlegt, dass wir so überlegen sind. Und dann ist es eine Elfmetersituation, die uns die Führung gebracht hat. Also da darf ruhig noch mehr kommen. Das heißt, ich stelle jetzt mal das um, was wir gesagt haben. Wir werden standardmäßig verteidigen, Anspielstationen innen suchen, Fokus durch die Mitte haben wir eh schon. Ein höheres Tempo haben wir eigentlich auch schon drin. Flanken früh schlagen nehme ich jetzt mal raus.
In der 60. werden wir dann mal wechseln, je nachdem, wie es mit der Spielpraxis aussieht. Ein erstaunlich unspektakulärer Test. So, Seovic würde ich, glaube ich, drinnen lassen. Genauso wie Diego Gonzalez. Das heißt, wir bringen Lucas May jetzt einfach für Cuenca, damit er nicht komplett durchspielt. Den Gusto bringe ich rechts hinten, weil Tavares auch schon ein bisschen müde wird. Travis rechts für Rajic. So, Kluivert als Schattenstürmer. Dann haben wir vorne natürlich Marković. Der kann Stoßstürmer spielen. Ich kann mir Diego Serra durchaus als kompletten Stürmer vorstellen. Er kann sich es aber nicht vorstellen, so wie es ausschaut. Ich nehme bei ihm sonst die hängende Spitze auf Attack. Jetzt hätte ich Stefanovic draußen. Das ist natürlich auch nicht gut. Wobei Spielpraxis ist bei ihm gar nicht so schlecht. Bei Elliot ist sie schon schlimm. Aber das sieht man schon. Wir haben eigentlich für diese zentrale offensive Mittelfeldposition jetzt einige und haben nur noch eine Position zu vergeben. Das ist schon relativ blöd. Könnt natürlich den Stefanovic hier als Metzaler spielen lassen. Kann man jetzt im Test machen, damit er Spielpraxis kriegt. Aber da würde ich wirklich schauen, dass wir im zentralen Offensiven eventuell, ich weiß nicht, ob wir wen abgeben sollen. Ich meine, Elliot ist noch geliehen. Das heißt, wer wäre ein Kandidat zum Abgeben? Kluivert oder Stefanovic? Aber Stefanovic möchte ich auf keinen Fall hergeben. Und Kluivert ist halt auch einer, der eigentlich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, den wir sehr teuer geholt haben. Auch den möchte ich nicht hergeben. Also schwierige Situation. Am einfachsten wäre es, wir kriegen ein 76 Millionen Angebot für Sergio Gomez. Aber auch das will irgendwie nicht passieren. Wäre zu schön, wenn da die Klausel jemand zieht, weil dann könnte man das restliche Team wirklich gut verstärken. Aber das Glück haben wir im Moment noch nicht. Aber ein bisschen ist das Transferfenster noch offen. Also vielleicht wird es noch was. Also das Einstudieren der neuen Taktik wird auch generell, glaube ich, ein bisschen dauern, bis sie es gewohnt sind. Ich finde, das schaut ja gar nicht so schlecht aus im Moment. Interessant wird es dann halt einfach gegen Gegner, die gleich stark sind. Travis mit dem 2-0, schöner Treffer. Vorlage von Stefanovic. Ja, gut gesehen. Da hat Kluivert diese Lücke gerissen. Der hat den Verteidiger, den Gegenspieler von Travis weggezogen. Kein guter Ball von Stefanovic. Ein bisschen schade finde ich es wegen Elliot jetzt, weil der fällt der ganzen Sache ein bisschen zum Opfer. Er kann auf der 10 spielen, er kann Stürmer spielen theoretisch. Kluivert mit dem 3-0. Aber er ist nicht wirklich teuer, er kostet uns, glaube ich, 300.000 im Jahr. Und ein Jahr haben wir ihn noch geliehen. Also da kann man ihn schon, ehrlich gesagt, einfach mal behalten und abwarten, wie sich's dann entwickelt. Jetzt habe ich den Ersatzkeeper nicht spielen lassen. Dem sollte man auch noch, da sollte man auch noch schauen, dass der Spielpraxis kriegt, falls dann wirklich mal was ist. Aber ich habe nachgesehen vorhin, die zweite Mannschaft beginnt auch in Kürze mit ihrer Vorbereitung. Und da können wir es uns auch verfügbar machen. Gut geklärt von Mai. Okay. Also wir haben keine einzige Torchance zugelassen, 37 Torchancen. Ausgespielt, deswegen lobe ich sie jetzt einfach mal. Ja, eine Ernsthaftigkeit ist natürlich was anderes, aber das ist halt dieses gemütliche Showlaufen, Schaulaufen, wie auch immer man das nennen mag, gegen solche Gegner. Naja,
Stimmt, ihn habe ich ja noch komplett vergessen. Eigentlich sind wir eh schon perfekt aufgestellt im zentralen Mittelfeld. Es hat wahrscheinlich schon jemand von euch in die Kommentare geschrieben und sich gedacht, was für ein Idiot vergisst schon wieder einen Spieler. Aber ist tatsächlich so. Dann sind wir eigentlich eh sehr, sehr gut aufgestellt. Wie gut kann denn der Carrillero spielen? Geht so. Tackling halt nur 7, ja. Wirklich einer, den ich dann. Ich meine, er ist eh Rotationsspieler, also als Allrounder für beide Positionen sehe. Und dann ist halt die Frage, ob man nicht hier noch einen richtig starken Spieler holen, dass wir dann auf der Bank Travis haben und vielleicht Rajic und dafür Rolon noch abgeben. Ich möchte ihn irgendwie nicht rausekeln. Ja, das ist auch so geil. Er möchte eventuell zu einem größeren Verein wechseln, aber er möchte auf keinen Fall angeboten werden. Na gut, 7 Tage haben wir noch bis zum nächsten Test. Das heißt, ich würde jetzt mal persönlich sagen, was wir machen könnten, ist, wir könnten Rajic anbieten. Der hat einen relativ guten Marktwert, wird hier jetzt nicht sonderlich aufregend eingeschätzt. Die Frage ist halt wirklich, ob wir den losbekommen. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, ihn anzubieten ohne die Transferliste. Schauen wir mal, wie er reagiert. Weil dann behalten wir halt Rolon, weil er auch ein wichtiger Führungsspieler in der Mannschaft ist und beide Positionen ganz gut ersetzen könnte. Außer wir kriegen Rajic nicht weg. Auch das könnte natürlich passieren. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass da Angebote kommen werden. Die sind noch ordentlich lang auf der Länderspielreise. Das finde ich echt schade. Es ist schade, dass die beide die Vorbereitung nicht mitmachen. Wir müssen uns dann noch überlegen, wann wir für die zweite Mannschaft einkaufen. Ja, kein Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler Rajic. Viel zu teuer. Aber dafür kommen Angebote für Tavares und für Lyko Gyanis. Also Tavares, ja, hat kein Interesse zu Lille zu gehen. Können wir also ablehnen. Der möchte zu Real Saragossa, aber das Angebot ist nicht gut. Anderen Angebote sind besser, sage ich ganz ehrlich. Dann lehne ich das ab. Kann sein, dass er sich aufregt. So. Was bietet denn sich sonst noch so an? Starkes Sturmtalent aus Portugal, 1,6 Millionen. Das wäre auch ein richtig interessanter Stürmer. Da wäre die Frage, was der gehaltsmäßig verlangt, weil sonst könnte ich mir so einen voll gut für die zweite Mannschaft vorstellen. Kann man da versuchen, noch was rauszuhandeln? Oder bleiben die hart bei den 1,6 Millionen? Ich schaue mal, was mich würde nur interessieren, was der eben gehaltsmäßig verlangt, deswegen schaue ich da jetzt mal rein. So, starker junger Türke, Rechtsmittelfeld bringt uns halt leider nichts. Gut. Schau mal, was. Ja, Transferstatus gelistet, passt eh. Ich habe gerade Cibril Cissé gelesen. Cibril Sidibé. Ja, irgendwie bin ich mit allem nicht unzufrieden. Also, ich tue mir wirklich schwer, da jetzt groß Verstärkungen zu suchen. Vielleicht wirklich einen Stammspieler fürs zentrale Mittelfeld. Wie gesagt, da müssten wir halt wirklich versuchen, diesen Rajic abzugeben. Schauen wir mal. Da sehen wir, boah, die Ox. Oxlade Chamberlain auf der Transferliste für 52 Millionen. Finde ich jetzt auch gar nicht so übertrieben stark, muss ich echt sagen. Also, das ist wieder, wie die Marktwerte in England brutal sind. Love the Cheek, ja, gehen wir einfach mal runter. Hier können wir mal anfangen zu schauen. Da haben wir einen Spanier, der ist aber ein klassischer Busquets- oder Rolland-Typ, also auch eher auf der 6. Defensiver Spielmacher. Alex Febas. Das ist einer, den ich mir wieder gut vorstellen kann. Superstar bei Mallorca. Aber nicht billig für einen 27-Jährigen. Hat schon sehr, sehr gute Werte. Aber ist, glaube ich, auch nicht das, was uns wirklich weiterhilft. Den haben wir da. Nicola Jambor. Das ist auch wieder so geil. Das ist einer, der so ein bisschen unterm Radar ist. Für 2,7 auf der Transferliste. Box-to-Box finde ich den defensiv zu schwach. Caliero kann er sehr, sehr gut. Hätte was. Super Passspiel. Mental gut, körperlich gut. Hätte wirklich was. Dann schauen wir uns ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier einen jungen Franzosen, 24 Jahre alt. Bristol ist an einer Leihe interessiert. 2,5 Millionen
Auf der Transferliste finde ich jetzt gar nicht so schockierend, hat immerhin schon 99 Partien für Lille gemacht. Serda, Damian von Almeria, Valentin Wada, auch kein schlechter. Aber ich schaue mal jetzt kurz, ob ich jemanden finde, der Carrillero gut kann. Gut. Teilweise Carrillero. Und ein bisschen besser. So, da haben wir einen Italiener, einen 26-Jährigen. Ich möchte halt eigentlich, muss jetzt kein junges Supertalent sein, sondern so ein gestandener Spieler Mitte 20, wie ich immer so schön sage, das beste Fußballeralter. Bruno Jordão, ein Portugiese. Auch nicht schlecht, aber auch keine Stammspielerqualität jetzt für uns, hätte ich gesagt. Ich meine, der ist schon richtig gut, aber ist jetzt keine Verbesserung zu einem Rajic oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was haben wir hier? Sörensen von Leipzig. Sich dort nie durchgesetzt, scheinbar. Ja. Valentino Müller. Leverkusen auf der Transferliste für 13. Wolfsburg ist an einer Leihe dran, ja. Eigentlich auch ein ganz guter. Der würde mir super gefallen auf der Position. Der hätte durchaus was. Gebe jetzt einfach mal in die Medien, dass ich interessiert bin. Vielleicht wartet er dann noch ab mit dem Leihwechsel zu Wolfsburg. Stellt einfach ein, Angebote automatisch ablehnen. Das finde ich lustig. So, da haben wir diesen Araujo, der ein sehr, sehr gutes Talent wäre. Was mich halt ein bisschen abschreckt, ist jetzt das Gehalt. Talent zu Durchbruch, aber hätte gern 700.000 bis 1 Million. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf unsere Gehaltsstruktur. Er wäre ja eh irgendwo da unten, aber ich weiß nicht. Einen Stürmer werden wir halt noch brauchen. Ich warte mal ab. Achso. Na, dann lehne ich ab, wenn ich mich entscheiden muss. Ja, Valentino Müller würde gern zu uns kommen. Die bieten dem ein Probetraining an. Das ist einer unserer ganz schlechten. Gerne. Hellas Verona macht ein Angebot für den. Können uns auch gerne haben. Da steigen wir auch aus. So, sollen wir versuchen bei Valentino Müller. Die hätten gern 13 Millionen. Bieten mal 7,5. Und Rajic zum Tausch. Wo haben wir ihn denn? So, schauen wir, ob sie auf das einsteigen. Prozentsatz des nächsten Verkaufs schließe ich mal aus. Sie hätten einfach gern trotzdem 13 und Rajic. Ich werde da mal abbrechen. Dann schauen wir, dass wir ihn scouten. Und ich werde bei der, was hat der, Lebensmittelvergiftung, 1 bis 7 Tage Kebab gegessen. Boah, jetzt hätte ich echt Lust auf Kebab. Arbeitsamt. Was wollte ich da? Nee. Scouting wollte ich. Scouting Prioritäten. So. Wo haben wir ihn? Valentino Müller, da ist er. Mit Priorität versehen. Passt. Den sollen sie als erstes ansehen. Den Sörensen finde ich auch interessant. Und auch den können wir uns anschauen. Und wo ist dieser eine Franzose von Lille? Den haben wir da. Und jetzt gehen wir nochmal bei Müller, damit er ganz oben ist. So, Stéphane Chapuisat, neuer Scout bei uns. Das finde ich echt lustig. So, er geht auf Leihbasis zu El Ejido. Keine Ahnung. Und ich versuche jetzt noch was. Ich werde jetzt trotzdem schon schauen, dass wir für die zweite Mannschaft einen Win finden. Das heißt, wir gehen auf, dauert ein bisschen. Vertragsstatus ist, also Vertrag ist Ende.
Seit wann steht da Ende? Egal. Vertragsstatus ist Ende. Dann nehmen wir Weltreputation. Der Klassiker. Gehen wir auf OK, dann sind wir bei 134. Dann stellen wir hier ein, kann man nicht hier einstellen, für zweite Mannschaft. Irgendwo ging das. Super. Zlatko Junuzovic. Prince Boateng. Knas Müller. Sascha Horvath eigentlich auch. Gar nicht so uninteressant. Bräuchten die zweite Mannschaft eigentlich? Oder machen wir das mal im nächsten Part? Machen wir mal ein Special für die zweite Mannschaft dann. Das ist vielleicht auch ganz interessant, dass wir da die Kaderplanung des zweiten Teams mal machen. So, verfügbar für die Reserve. Rolon, scheinbar wieder fit. Lukogian ist nicht. Elliot auf jeden Fall. Kleibert, Schützenauer. Ja, Sonjin, Travis, Markovic. Ich gehe jetzt mal bei allen auf 90 Minuten. Und dann gehen wir auf Sonjin. 45. Und Schützenauer 45. Ich meine, wir haben dann natürlich auch noch einen anderen Keeper, der Spielpraxis braucht, nämlich der Keeper der B11, Albert. Aber fangen wir mal so an. Ja, die haben Jairo Becker verpflichtet. Wunderknabe hat jetzt schon einen Marktwert von 44 Millionen. Starker Transfer. So, die haben 3-1 gewonnen. Harvey Elliott hat ein Tor erzielt. So. Die haben den Torhüter verpflichtet, können wir aussteigen. Nächstes Angebot für Tavares, abgelehnt. Pellegrini mit positiver Entwicklung, gut. Diego González möchte persönliche Angelegenheit besprechen. Er möchte einen neuen Vertrag haben. Ich muss sagen, der wird keinen neuen Vertrag bekommen. Der ist für mich Rotationsspieler. Derzeitiger Vertrag läuft lang genug. Er versteht es, okay? Gut, dass das funktioniert hat. So, Lukogianis ist jetzt weg. Das heißt, wir haben 2 Millionen mehr. Das heißt, wir sind jetzt bei 13. Gehaltsbudget könnte man auch noch ein bisschen verschieben. Das heißt, theoretisch könnte man versuchen, diesen Valentino Müller zu verpflichten. Ich möchte jetzt nur mal kurz noch schauen. Weil er hat eigentlich auch sensationelle Werte, vor allem mental und physisch. Heftig. Aber jetzt schauen wir uns Müller an. Ist nicht so, dass der 13 Millionen wert ist, oder? Vergleichen wir ihn mit Rajic am besten. Also er ist deutlich schneller und physisch stärker. In der Luft ist Rajic besser. Wie schaut es denn sonst aus mit den wichtigen Fähigkeiten? Passen deutlich besser. Gut, Kopfballtechnik ist er schlechter. Elfmeter sind mir auch wurscht. Also das sind Standardsituationen und Flanken. Deckung. Okay, ist eher besser. Tackling, Technik ziemlich gleich. Weitschüsse hat Rajic die Nase vorn mit 11. Mental, Flair, Führungsqualitäten und Entscheidungen ist er schwächer. Aber im Rest gleich oder besser und körperlich deutlich besser. Also er ist besser. Das kann man schon mal sagen. Wenn ich jetzt an die Karriere-Rolle denke, die wir für ihn hätten, da wäre er schon ganz gut. Aber irgendwie, der ist nicht stark genug, oder? Außerdem hätte er gern 2,6 bis 3,5 Millionen. Nein, da muss ich sagen, das ist mir nicht stark genug. Da müssten wir uns noch nach einer Alternative umsehen.
Können ja mal allgemein schauen nach der Position zentrales Mittelfeld. Und von mir ist auch Rolle Carriero. Dann schauen wir mal, wer so. Ein Argentinier von Nizza, Cáceres, bei Stade Rennes interessiert. Schauen wir mal, ob es da eine Bereitschaft gäbe, den gehen zu lassen. Ich probiere es jetzt auch mal kurz mit den Medien. Finde ich jetzt auf den ersten Blick ansprechender, aber wahrscheinlich ähnlich teuer bzw. teurer. Da sieht man, die Rolle Carriero, viele Leute können das gar nicht. Das heißt, wir müssten teilweise auf Carriero gehen. Dann haben wir ein paar Alternativen mehr. Und dann müssen wir auf den Marktwert gehen. Southampton, Spanier, Romeo, ja. Da haben wir einen 25-jährigen Spanier, der ist allerdings von Bilbao. Ausstiegsklausel 34 Millionen, würde mir sonst eigentlich ganz gut gefallen. Ich möchte schon in erster Linie auf Spanier schauen. Luca Sagnagli. Ordentlich, aber nicht aufregend. Dann mal wieder Valentino Müller. Enden Baptiste geht so. Antonin Barak. Boah. Also war Linksfuß. Wobei Sekini, ja. Boah, das sind super Werte. Aber ich glaube, den kriegst nicht. Der hat 13 Millionen Marktwert. Maxi Arnold. Lewis Ferguson, 23 Jahre, Everdeen. Puh. 10 Millionen Marktwert. Das Alter ist halt ganz gut mit 23. Diego Demme, Dorsch. Sporting Braga, Vitor Ferreira. Bin irgendwie nicht zufrieden im Moment. Ich werde mal einen Scouting-Schwerpunkt einstellen, einen Scouting-Fokus. Auf zentrales Mittelfeld Carriero. Derzeitige Fähigkeit 4,5 Sterne. Der muss nicht mehr viel Potenzial haben, aber der soll ordentlich stark sein. Maximales Alter gehen wir auf 28, minimales Alter. Keine Ahnung, ist mir eigentlich wurscht, gehen wir auf 20. Nächsten 2 Wochen wäre schon ganz gut. Weil sonst dauert mir das zu lange. Wen haben wir hier? Maximovic. Klassischer Sechser. Der ist gerade zur Probe aus Nigeria. Aziz. Der war bei Arsenal. Den könnte ich mir voll gut für die zweite Mannschaft vorstellen. Schauen wir mal, was der verlangt. Nicht viel. Ausstiegsklausel ist auch okay. Ich lasse von mir erst die jährliche Gehaltssteigerung drin mit 5%. Nimmt er sogar an. Den finde ich für die zweite als Talent mit 20 Jahren echt okay. So, Mike Conn, zentrales Mittelfeld. Der sieht auch nicht schlecht aus. Da haben wir halt das finanzielle Problem, deswegen brauchen wir uns gar nicht anschauen. Mitchell Weiser, schon 29. Da merkt man, dass man alt wird. Josip Dadic, Torwarttalent. Ja. Ani Chaka, ja. Auch nicht schlecht. Ja, schauen wir mal, was sich machen lässt. Sagen wir jetzt einfach mal im Interview wegen Sergio Gomez. Wie gesagt, abgeneigt bin ich ja eigentlich nicht. Aber er muss halt zum Marktwert gehen. Kann ja mal versuchen, ihn anzubieten. Haben wir eh schon mal probiert. Vielleicht hilft es mit... Ich setze ihn einfach mit der Kaufoption auf die Transferliste. Dann schauen wir mal, was passiert. Nicht viel. So, Villarreal und wir erhalten, ja, Weiterverkaufsklausel 64.000. Keine Angebote für Gomez, da sind jetzt einige dran grundsätzlich. Hat sich schon deutlich gebessert, was das Interesse angeht. Aber da bin ich mal gespannt, was für eine Summe da zustande kommen wird. Und das ist jetzt auch wieder die B11, scheint so, sehr gut. Weil dann würde ich sagen, na gut, wir spielen morgen. Sergio Gomez macht man nicht verfügbar, Elliot macht man verfügbar, Schützenauer, Wündal, schaut es mit dem anderen aus.
Markovic, ja. Da haben wir einen Seovic. Das heißt, dann würde ich sagen, Wündal, Son Chin machen wir nicht verfügbar. Der darf dann von mir aus bei der ersten spielen. Diego Serra. So, passt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich weiß noch nicht, ob ich im nächsten Part schon das Special mache mit der zweiten Mannschaft oder ob ich noch ein bisschen warte. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das Spiel selbst und vielleicht machen wir es dann im nächsten Part, ja. Wir schauen mal. Danke fürs Einschalten. Bis dann.